Wunderschönen guten Tag. Ratet mal, wo wir hingehen. Kommt ihr nie drauf? Nee, waren wir auch noch nie. Nee, schon ewig nicht mehr gewesen. Ne? Richtig, zum Schneeberg. Zum vierten Mal im Urlaub. Total närrisch. Aber wir haben wieder super Traumwetter. Herrlich. Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum wir hochgehen. Richtig. Wir werden also unterwegs gar nicht so verfilmen. Wir haben auch keine Navi eingeschalten, weil das läuft ja blind dann auch. Das stimmt. Das ist ja so wie nach Gefühl und einfach so. Ja. Ich glaube, wir haben nach der Küsseine, da war es, hätten wir fast eine Stunde auf den Sonnenuntergang warten müssen, sollen, dürfen. Und es hat ihnen nicht gepfiffen. Das stimmt allerdings. Das ist ziemlich schlecht geworden auf einmal. Deswegen haben wir ja schon im letzten Video angedroht, dass wir noch eins machen, noch eine Nachtwanderung. Ja. Und da haben wir überlegt, wo gehen wir hin? Haben wir gedacht, wir gehen dahin, wo wir schon lange nicht mehr waren, zum Schneeberg. Genau. Naja, wie gehabt, jetzt dabbeln wir erst einmal ein bisschen schön gemütlich los. Und wenn ich Lust und Laune habe, filme ich zwischendrin. Ansonsten dann erst oben, weil wir wollen ja hauptsächlich, wenn es dunkel ist, wenn wir filmen. Also ja. Vor allem, wenn die Sonne untergeht. Dort ist aber auch dunkel. Aber erst, wenn sie weg ist. Wenn sie weg ist, ja. Wenn sie weg ist. Muss ich dir das noch erklären in deinem Alter? Wann es dunkel ist, wenn die Sonne weg ist. Leck mich doch. So, wir jetzt vorhelden. Wir sind in den letzten Stopps nonstop durchgelaufen, dass wir vor Sonnenuntergang runterkommen. Sonnenuntergang ist kurz vor 18 Uhr. Jetzt haben wir 17.28 Uhr. Passt genau. Wir schaffen es ganz knapp bis hoch aufs Backöfle bei unserem Tempo. Genau. Backöfle auf, Aussicht und Sonnenuntergang genießen und dann erstmal chillen. Aber erst doppeln wir erstmal hoch. Ach, ist das schön, wenn das Gewicht vom Sack weg ist. Das muss deine Freundin sagen, nicht mehr, da ist immer so was Blödes. Ich wiege nur. Ach komm, ja. Leute, sind wir kaputt. Aber wir haben heute zum Schluss nochmal richtig Gas gegeben, damit wir wirklich da nicht am letzten Drücker raufkommen. Und wenn ich da jetzt grob Richtung Weißenstadt Röslau halt die Ecke darüber schaue, als ob du denkst, du stehst am Meer. Die Wolken hängen tief hier. Das ist Oberhammer. Jetzt haben wir es wie gehabt noch einige Minuten bis zum Sonnenuntergang. Wir bleiben ja noch länger da, ist ja kein Thema. Und kein Wind. Kein Wind. Traumhaft. Wunderherrlich. Aber nur in der Richtung. Ja, nur in der Richtung da. Mit dem Nasenspray. Das Zäpfler. Dort, guck, guck. Wo ist er denn? Versteckt er sich schon wieder, der Hund. Ja, ja. So, letzten Sonnenstrahlen hier genießen, herrlich. Wir hatten heute echt Glück. Das stimmt. Wahnsinn. Das, gut, man kann es mit dem Video oder mit den Bildern einfangen, aber da muss man selber oben sein. Wir haben einige Bilder gemacht. Jetzt warten wir, bis die Sonne gar untergeht. Und dann werden wir langsam runtergehen. Wir haben noch Zeit, ja. Weil bis richtig dunkel ist es da auch noch. Ist nicht so wie in Indonesien, da ist die Sonne noch ziemlich weit oben und dann fünf Minuten später macht einer Lichtschalter aus und weg ist es. Mond sieht man heute auch, habe ich schon mit der Kamera festgehalten. So. Geht so langsam unter, wir dammeln da langsam runter. Genau. Und pfeifen uns Kaffee ins Gesicht. Genau. Und vor allem, was viele Leute nicht wissen, das wird wahrscheinlich das Abschiedsvideo für dieses Jahr. Weil jetzt dann der Urlaub ist von mir vorbei. Und ja, deswegen werden Fortsetzung folgt dann mit Markus alleine. Aber gut, das kommt ja nächstes Jahr auch, ne? Ich kann nicht mal mehr lachen. Nee. Ja gut, das waren. Ja gut, wir waren ja viermal schon da oben. Stimmt, ja. Das musst du mal überlegen, so bescheuert sind auch bloß wir. Das stimmt. Aber trotzdem, Markus, schon mal danke für die geile Zeit. Ich war nicht geil. Nee, war echt, wir hatten eine Menge auch, Spaß, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Auch beim Scheiß, beim schlimmsten Wetter. Wir fluchen, machen, tun und trotzdem am Ende was trotzdem wieder schön. Das immer, ist ja, so. Das ist automatisch. Deswegen. So, ich habe einen steifen Arm. Finger an der Kamera, die ist eingefroren. Wir dabbeln mal langsam runter, genau. Fangen noch mal kurz die letzten Bilder dort ein und dann dabbeln wir runter, Kaffee und ja, wir melden uns schon wieder, wenn wir unten sind. Huhu, jetzt ist auf jeden Fall richtig schön dunkel geworden. Wir haben minus 4, minus 5 Grad im Schatten. Wie gehabt, richtig dunkel. Naja, man sieht ja hier, es ist noch dunkelblau. Richtig schwarz. Wir werden jetzt
Ich schütte mir noch einen Kaffee ins Gesicht und wir werden so langsam mal die Abmarschbereitschaft herstellen. Wir machen die Fackeln. Wir fackeln dann nämlich nicht lang rum. Wir werden die langsam mal herrichten. Ja. Und ja, ich packe dann auch so zusammen. Und dann, wenn die Fackeln an sind, melden wir uns wieder, oder? Jetzt schütten wir sie gleich an. Nee. Brauchen wir ein bisschen. Ja, brauchen wir noch ein bisschen. Also wenn sie dann an sind, melden wir uns auf jeden Fall wieder. Und guck. Ja. Wunderbar. Frisch. Ja. Muss ich mal schauen. Ah, hier hinten, wenn man so hinschaut, da oben, kann man es mit der Kamera nicht so einfangen. Aber ein bisschen sieht man es, da der Autofokus nachts ein bisschen rumspinnt. Da sieht man auf jeden Fall Venus und Jupiter da hinten. Ne? Da oben, ja. Gut, jetzt werden wir es langsam zusammenpacken und dann Fackeln anzünden. So, da müssen wir dann wieder runter. Einmal frei, passt. Ja, das ist jetzt sowieso. Jetzt müssen wir beim Bergablaufen sowieso ein bisschen aufpassen, Markus. Jetzt lieber nämlich im tieferen Schnee laufen. Vielleicht könnte, wenn das glatte Stelle, dass jetzt ziemlich glatt wird. Oh ja. Da müssen wir jetzt aufpassen beim Aufstieg. Ja. So, gut. Schau, wo sind wir jetzt? Ja, mal. Dann klar, dass jetzt der Wind kommt, ne? Kann das sein? Verarschen oder was? Deswegen drehe ich ja immer ein bisschen, dass die Flamme einmal komplett um die Fackel rumgeht. Ja, genau. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt passt's. Passt. Ich kann die andere mit auffackeln ein bisschen. So, und ich packe die Kamera erstmal wieder ein. Ja. Dann stellen wir die Fackeln kurz hin. Dann stellen wir die Abmarschbereitschaft her. Und ja. Dann geht's runter. Geht's bergab. So. Welche war's? Die da. Die da. Hallo. Na? Wir sind jetzt beim 1000-Meter-Stein. Die Fackeln sind so ein paar Bastelsteine, sind ein paar Mal ausgegangen, okay. Aber wenn sie mal brennen, normal weiß, dann brennen sie richtig. Ja. Nicht, dass man hier die Haare ansenkt, ich habe eh nicht mehr viel. Ja. Oder dein Ding, deine Lampe oben. Ja, unterwegs haben wir wirklich, wie wir oben waren, haben wir niemanden getroffen. Nee. Unterwegs nur zwei Mann, drei Mann. Ja gut, es ist ja, morgen wird es wahrscheinlich wieder anders ausschauen da oben. Ja. Aber die meisten gehen ja Wochenende. Ja, wir dabbeln jetzt praktisch da dann vor, auf den Forstweg runter. Ja. 2,2 Kilometer auf Haberstein ungefähr. Ja, bis zum Haberstein haben wir noch 2 Kilometer. Vom Laufen her geht's, abwärts geht es sowieso immer besser. Und ich glaube, wettertechnisch hat man echt bombastisches Glück. Und es ist, also, wie es dann dunkel war, ein bisschen leicht zugezogen. Man hat nicht ganz so viele Sterne gesehen. Aber ja, im Großen und Ganzen einwandfrei. Also uns, wenn hier einer sieht, dann heißt es wieder, doch, schau mal, da oben, da dabbelt die Wehrmacht wieder rum. Dach da oben ist schon zu. Bundeswehr, Wehrmacht, egal. Wenn man uns ansieht. Wir sehen nur so gefährlich aus. Wir sind ganz harmlos in Stuben rein. Ja, da machen wir langsam weiter. Wolf haben wir auch keinen gesehen. Kein Wolf, kein Dachs, kein Luchs, kein Wolperdinger. Also, ja. Die Krötenwanderung wurde seit letztes Jahr Oktober auf Eis gelegt. Ja. Ein Kartoffelpü. Nee. Naja. Wunderherrlich. So, naja. Da. Ja. Ja. Aha. Kurz vor. Kurz vor spät, kurz vor 9, ja. Sind wir mal wieder da, Ordnungsimbiss, ja. Hat schon zu, ja, aber wenn er offen hat, Leute, schaut rein, ist lecker. Wir sind ein bisschen zu spät dran. Naja gut, haben wir die schöne Nachtwanderung mit Bravour abgeschlossen, diesmal ohne Navi. Ja.
War auch mal schön ruhig gewesen. Wir waren eigentlich komplett alleine, fast bis einmal auf dem Knaufweg, die drei Leute. Also die eine war ja schon fast unten im Endeffekt. Ja. Dann noch das Pärchen an der Kreuzung und das war's. Weiß man natürlich nicht, wie das Wetter morgen ist. Wenn es morgen auch noch so schön sein wird, weiß ich aber nicht. Dann wären wahrscheinlich mehr unterwegs, aber naja, ist halt doch noch unter der Woche. Ja. Es gibt ja Leute, die arbeiten. Es gibt auch Leute, die arbeiten Samstag noch. Ja. Oder so wie ich, habe früher noch Sonntag gearbeitet. Naja. Aber heute war es perfekt. Heute war es prima, wunderherrlich war es. Prima. Auch fast kein Wind. Ja, das war wichtig. Wir konnten sogar im Bocköfle ewig lang stehen. Das stimmt. Aber upsala. Das Essen nehme ich wieder mit. Ja, ich auch. Wieder nichts gegessen, das ist dann zu Hause. Naja, jetzt müssen wir mit dem Auto wieder verlegen Richtung. Er fährt mich nach Rösler, er fährt dann nach Bayreuth. Genau. Und dann sage ich mal schönen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt wahrscheinlich das letzte gemeinsame Video hier in Deutschland Urlaub. Für dieses Jahr. Ja, aber es kommt noch ein Video. Weil ich hole ja nächste Woche Verstärkung. Frau und Kind. Genau. Da machen wir da auch noch ein paar Videos. Irgendwie auf jeden Fall. Ich möchte eine Nachtwanderung mit der Sandra machen. Hoffentlich habt ihr genauso geiles Wetter wie wir heute. Ja, hoffentlich mal gutes Wetter. Naja, dann sage ich, ja, hau mal Kommentare rein oder Wünsche, Anregungen, wir sind für alles offen, genau. Fast alles offen. Vor allem Orte und so, wo wir mal hin können für nächstes Jahr dann. Genau, plant mal für uns ein bisschen mit, wir machen uns da die Arbeit. Ja, sagt, schreibt doch einfach mal rein, geh mal dahin. Genau. Ne? Wenn er sagt, fahr zur Hölle, machen wir auch, ist hinterhalb von Eiler. Ja. Kein Problem. Na ja, gut dann. Tippt man ins Navi ein und los geht's. Genau. Und jetzt grüße ich auch hier mal meine Frau Linda und meine Tochter Sandra. Hallo, Schnucki. Genau. Viele Grüße aus der DDR 2.0. Ja, Papa ist gut. Mir geht's gut und Papa geht's gut. Und du bist auch bald da. Und dann machen wir was. Und Sandra, Schatzi, der Sternenhimmel. Ich hoffe, dass wir mal einen richtig klaren Tag erwischen oder Nacht. Dann fahren wir einfach mal raus Richtung 12 Gipfel oder was. Dann schauen wir da mal rauf. Das ist ein Traum. Das kannst du, das siehst du in Jakarta gar nicht. Auch in allgemeiner Stadt nicht, weil so viele Lichtquellen sind. Da fahren wir auf jeden Fall mal raus. Packst dich warm ein, machen wir schon. Das stimmt, ja. Ja, ich grüße auch alle anderen in Indonesien, die jetzt leider ein wenig rumschwitzen müssen. Habe ich ja jetzt nicht. Ja, hätte er was Gescheites gelernt oder wäre er an den richtigen Ort gezogen, ne? Was, ob du was Gescheites gelernt hättest? Nö, das nicht, aber ich bin am richtigen Ort. Ich habe hier alles, von Hitze bis Kälte. Ja, eben, da sind die, muss ich in der Hinsicht sagen, die Indonesier ein bisschen verwöhnt, weil die haben nur heiß und warm. So. Na gut, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Genau. Und Fortsetzung folgt auf jeden Fall. Jupp. Ciao. Ciao vom Ordnungsimbiss. Ich blende noch einmal, ich mache noch einmal Beschreibung rein vom Ordnungsimbiss. Leute, schaut da rein. Der wird es klasse, aber vor allem beim Reingehen schauen. Da ist ein Schild an der Wand, wie die Laune ist. Aber der Daumen ist meistens oben, weil der ist immer bombastisch drauf. In diesem Sinne, ciao vom Ordnungsimbiss an der B303. Ciao. Ciao. Na ja.